Ich bin Ferdinand Ehle und bei Claas im Bereich Produktmanagement für Mähdrescher tätig. Im Entwicklungsprozess einer neuen Maschine, wie dem Dominator 370, stehen für Claas zunächst die Kundenanforderungen in den jeweiligen Zielregionen der Maschine an erster Stelle. In diesem Falle waren das die Anforderungen der chinesischen Kunden an einen Mähdrescher in genau dieser Leistungsklasse. Diese Anforderungen werden systematisch durch das Produktmanagement erfasst und dann an die Ingenieure der technischen Entwicklung übergeben. Mein Name ist Christoph Molitor, ich arbeite bei Claas in Hasewinkel in der technischen Entwicklung. In der technischen Entwicklung werden die Kundenanforderungen zu Konzepten und technischen Lösungen umgesetzt. Im Falle des Dominator 370 haben wir in Hasewinkel zusammen mit den Kollegen aus der technischen Entwicklung in Gaomi, China, die Maschine als Team entwickelt und dann in beiden Standorten, zunächst in Deutschland und dann in China, erprobt und validiert. Hierbei haben wir zuerst Prüfstände in Deutschland aufgebaut, um die Konzepte zu prüfen. Später wurde ein Prototyp in Hasewinkel gebaut, die dann unter lokalen Bedingungen getestet wurden. Im weiteren Verlauf war es für Claas besonders wichtig, die Erprobung der Maschinen unter realen Einsatzbedingungen in China durchzuführen. Dazu haben wir weitere Prototypen in unserem Werk in China aufgebaut, die wir in unterschiedlichsten Regionen und Fruchtarten erprobt haben.大家好，我是Dominator370产品的项目经理孙伟明。在过去的两年里，我带领克拉斯高密工厂的项目团队与克拉斯哈斯文克的支持团队一起致力于Dominator370这款产品的开发、测试、鉴定、生产以及其他的相关工作。我们的目标是带给大家一款适合中国不同地况、地貌、不同土壤环境、不同作物种类的多谷物联合收割机产品。 因此，我们对我们的样机在不同区域进行了测试，例如在江苏与山东的小麦测试，在新疆与内蒙古的小麦测试，在江苏的水稻测试，在黑龙江与新疆的玉米测试。完成这些测试后，我们会将合格的产品交付到用户手中。 你好，我是张金旺，克罗收山东的首席执行官。克拉斯是全球联合收割机技术的领导者 ，Dominator 370是一款全新的多谷物联合收割机，专门为中国用户设计，并在中国制造。克拉斯的 Lexion 和 Tucano 代表了全球的领先技术。Dominator 370继承了这两款机器的核心技术，并结合了中国的特殊情况，因此将充分满足用户的需求。 中国是Claas的重点发展市场，近年来连续投资设备和技术，以保证Claas的质量标准。高端核心零部件，如 Perkins 发动机、林德液压、Claas的驱动桥，使得 Dominator 370质量可靠、性能卓越，让 Dominator 370祝你成功。